Hallo, willkommen zusammen mit Kike. Heute machen wir ein Mini-Frühstücksomelett. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. 130 Gramm Mehl, bitte von Sieb durchlassen. 2 Frühlingszwiebeln, kleine schneiden. So, Esslöffel Petersilie, auch kleine schneiden. 4 Eier, Klasse M. Festgeriebene Mozzarella, 150 Gramm. Und Teelöffel Backpulver, Pfeffer, Salz von der Mühle, Olivenöl. Ihr könnt auch Margarine nehmen, was ihr möchtet. Wir fangen gleich an. Eier rein. Ich mache gleich das rein. Pfeffer und Salz, damit es sich besser löst. Legen. So. Gut, so. Salz. So, jetzt mit Schneebesen etwas einschlagen. So, den Mehl bitte langsam mal reintun jetzt. Immer umrühren. Restmehl muss ich noch da rein tun. So, jetzt. Backpulver kann man auch schon da rein tun. Zwiebel und Petersilie. Was noch? Käse. So, fertig. So, weiter umrühren. Fertig. Ich lasse sie jetzt 5 Minuten ruhen, dann können wir sie anfangen anzubraten. Bis gleich. 5 Minuten ist jetzt vorbei, jetzt geht's weiter. Die Pfanne ist schon warm. Bitte nicht zu hoch schalten. Die mittlere Stufe nehmen. Etwas Olivenöl rein. Wenn es geht, ja, es geht. Wieder zu langsam. Ich muss ein bisschen überall verteilen. So, das ist schön. Guck. Wunderbar. So, jetzt nehmen wir einen Löffel. Am besten rübergehen, ist besser vielleicht. So. Sieht man jetzt. Ne? Ich lasse so wie die. Okay, das langt. So, wir decken sie zu. Vielleicht eine Minute braucht es, bis es goldbraun ist. Und dann drehe ich es um. Bis gleich. Jetzt sind wir fertig. Hat sogar 2 Minuten gebraucht, eine Seite. Man kann ja auch kontrollieren. Jetzt gucken wir mal. Wir drehen sie um. 1, 2, 3. So. Fertig, 5 Stück habe ich jetzt. So, wieder zudecken. Und ab und zu bitte Öl rein tun, nicht vergessen. Bis gleich. Wir haben jetzt den letzten hier. So, nehmen wir den Deckel weg. Jetzt holen wir die letzte raus. Ein bisschen abkühlen. So, fertig. So, holen wir sie hier, dann kann man sie gleich servieren. Das machen wir gut. So. Ich habe als Deko noch Salat genommen und ein bisschen Tomaten, das schön aussieht halt. Ne? Jetzt tun wir es hier drauf. Ich will nicht die heiße drauf tun. Oh, nicht heiß. Von unten weg, an, ja. Ja, ist wieder heiß. Vielleicht solltest du ein bisschen kühlen lassen einfach. 5 Stück weg. Ja. Ja, jetzt ist besser. Ich glaube, das reicht so, ne?
So kann man sie dann servieren. Ich wünsche einen guten Appetit mit Omelette. Bis nächste Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.